Wieder war es soweit. Daniel Hüßler, zusammen mit Werner Bossert, haben auch dieses Jahr zum Ami-Treffen ins Café Sportrock nach Willisau geladen. Am Muttertag fuhren im Luzerner Hinterland die Ami-Schlitten auf. Der Sonntag ist zwar der Tag der Mütter, doch im Hinterland wird dann auch der amerikanischen Motorkultur gehuldigt. Willisau war am Wochenende wieder eine US-Hochburg. Der amerikanische Lebensstil ist in der Region beliebt. Am Sonntag präsentierten Ami-Fans zum 13. Mal beim Sportrock ihre Cars und Bikes. Das Treffen in Willisau ist in der Szene fest verankert. Zum Ami-Treffen chauffierten Männer und Frauen ihre US-Cars und Bikes aus mehreren Epochen in großer Zahl nach Willisau. Der Startschuss zum Ami-Treffen beim Sportrock in Willisau erfolgte am Sonntag offiziell um 9 Uhr. Wer einen fetten V8-Motor unter der Haube hat oder aber zwei mächtig vibrierende Zylinder im Motorradrahmen, fand auch diesen Sonntag in Willisau garantiert wieder zigtausend gleichgesinnte Männer und Frauen. Chevy, Ford, Dodge, Harley und Hot Rods, Oldtimer mit Originalmotoren, aber aufgemotzter Karosserie. Alle US-Automarken waren auf dem Gelände zu finden. Das Programm ist eigentlich vorgegeben. Das Rad wird an einem solchen Anlass nicht neu erfunden. Es dreht sich ja ohnehin alles um dasselbe. Für die musikalische Unterhaltung und um den nötigen Background zu sorgen, waren Freddy P. und Jolie auch dieses Mal wieder dabei. Oh,
dabei stolze Besitzer von Motorrädern im Schritttempo und möglichst tiefen Drehzahlen auf den Platz fahren, um möglichst lange ihren Auftritt zu zelebrieren, oder ob die Fahrer der Schlitten mit den gewaltigen Heckflossen einen Einblick übers Steuerrad ins Wageninnere gewähren, es rollt und es rockt mächtig. Auffallend ist, dass man die exakte Typenbezeichnung der Fahrzeuge den Besitzerinnen und Besitzern bei solchen Veranstaltungen nicht entlocken muss. Die stolzen Besitzer geben sie praktisch alle ungefragt von sich. Denn was sich am gestrigen Muttertag in Willisau getroffen hat und was allgemein bei Ami-Treffen vorfährt, sind Herzensangelegenheiten. Auch das kulinarische Angebot sowie die zahlreichen Verkaufsstände waren auf die speziellen Teilnehmer und Besucher der Veranstaltung ausgerichtet. Nach einem gelungenen Treffen ist das nächste im Jahr 2024 bei den Teilnehmern schon dick rot angestrichen.